Willkommen zurück bei Lego Fluch der Karibik. Wir fahren fort mit Kapitel 4, der Hohe Rat der Bruderschaft. Ja, aus Film 3 und wir sehen uns nach dem Ladebildschirm. Okay, wieder einmal laden. Lade, bitte bleiben Sie dran. Ja, könnte das auch schneller funktionieren? Danke. Okay, auf geht's. In einer sehr merkwürdigen Perspektive. Ah, da ändert sich die Perspektive schon. Und stop it. Extras. Ein. Nee, die nicht. Ein. Vielen Dank. Okay. So, wir gucken erstmal. Okay, unten glaube ich erstmal. Und schauen mal, was uns hier alles so. Oh Gott, ich rutsche hier. Schön. Runter mit der Kiste und gucken, was drin ist. Und es ist die Statue von dem Leben. Okay. Okay, das heißt, wir müssen die jetzt alle abgrasen, oder was? Okay, da sind drei und auf der anderen Seite sind drei. Okay. Habe ich soweit verstanden? Wohin geht's denn jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich geh erstmal runter. Okay, zwei sollen hier oben sein. Eine der Damen sehe ich auch schon. Okay. Okay, wir springen eben. Okay, ich muss erstmal Fackel. Die Fackel ist oben. Der ist aber hier. Aber wir müssen jetzt die, zur Erklärung, wir müssen jetzt die verschiedenen Leute, die Piratenkapitäne mit ihren Oculus-Dingern da. Scheiße! Was zum Teufel? Die Karte ist mir zu groß, diese Karte ist mir viel zu groß hier. Bin ich nicht wieder hier? Ach doch. Dammit. Muss das sein? Toll, Fisch gefunden. Also das Level scheint ziemlich kurz zu sein. Ich mach grad so nebenbei auf. Weil, ja. Schaut euch das doch mal an.
Nein. Boah. Der war richtig schlecht. Nein, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Schön, ein Hai. Cool. Das ist ja, weiß ich, ach, da komme ich wieder raus. Hätte mir auch früher sagen können, aber na egal. Hier vorne habe ich gerade eine blaue Münze gefunden, gesehen. Danke. Dann habe ich schon warum Piraten, okay. Das müssen anscheinend wirklich nur die paar hier jetzt befreien und dann ist das Level vorbei. Deswegen machen wir uns, versuchen wir es jetzt ein bisschen ranzuhalten, wenn ich ganz ehrlich will. Dann können wir, ja, weitermachen. Fuck it! Sorry für die Ausdrücke, aber das nervt mich gerade ein wenig, dieses unpräzise Laufen. Naja, egal. Ja, Leute, ich muss mich übrigens entschuldigen. Ich schaffe dieses Spiel leider nicht zu 100%. Grund dafür ist etwas Zeitmangel. Deswegen habe ich mich entschlossen, also... Ja, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit für das Spiel, aber das habe ich euch schon mehrmals gesagt. Auf jeden Fall werde ich... wohl... Fuck! Werde ich wohl... Na, ich will das jetzt nicht. Werde ich wohl versuchen, aus Film 1 Level 1 komplett zu machen, aus Film 2 Level 2 komplett zu machen, aus Film 3 Kapitel 3 fertig zu machen und so weiter und so fort. Also das heißt, bis schön langsam bis Film 4 halt Kapitel 4 und dann mal gucken, ob ich noch irgendwo noch weiter schaffe. Also ob ich dann noch Zeit habe oder nicht. Ja. So ist es geplant, dass ich versuche, so viel wie möglich zu machen. Ob ich das alles schaffe, Leute, das ist, ja, kann ich nicht sagen. So, das ist die letzte. Komm her. Also, so ist es geplant. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, ich weiß. Wie kommt der denn dahin? Cool, Jack kann einfach irgendwo durchfliegen. Naja, egal. Das Feuer hätte ich gerne. Danke. Hier müsste ein Feuer. Ja, da. Fire in the hole! Ich würde sagen. Falsche Taste drücken, ist wunderbar. Next one, please. So, da würde ich gerne hoch. Wisst ihr, dass ich gerade absolut gar keine Idee habe, wie ich da hochkommen könnte? Doch, eventuell mit Doppelsprung. Ja, wahrscheinlich mit Doppelsprung. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Und wir müssen hier hoch? Was hat das zu bedeuten? Wie mache ich das? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Egal. Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Und hier können wir es nochmal. Wie denn? Ah, okay. Einfach... However, sage ich dazu mal. Okay, gucken wir erstmal irgendwie, ob wir eine Anleitung dazu finden. Nö. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Du Affe, du musst schon da drauf stehen. Ja, ist klar. Ja, ich weiß schon, wie es gemeint ist, aber der Boss ist gerade das gegangen, wo ich nicht wollte. Hm.
Nochmal. Nicht mehr denken können. Okay. Nicht nochmal. Natürlich. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, dass du dich auch erbarmst, dahin zu gehen. Kurze Neuaufnahme. Und jetzt, ja, gehen wir weiter. Da komme ich nicht dran. Wie auch immer. So, wir versuchen uns mal. Ah, okay, hier sind wir, alles klar. Langsam kriege ich einen Überblick über die Karte. Nur nicht, was der Steg hier soll. Toll. Super. Super. Was haben wir denn hier?